Ja, also, meine nächste Show widmet mich einem Thema, das in Deutschland eigentlich aus dem Fernsehen nicht mehr wegzudenken ist, ja, dem Kochen. Ja, ich werde das machen, ja. Es ist nun mal so, ja, wenn es das Genre nicht gäbe, ja, dann würden sich viele Menschen das ZDF gar nicht anschauen oder es überhaupt nicht mehr finden, ja. Und ich liebe es zu kochen, ja, ich liebe es zu brutzeln, ja. Ein bisschen hier was köche, ein bisschen da was zu machen und so. Das ist für mich einfach Entspannung, ja. Für mich ist das so, nach einer harten Woche, so am Wochenende, so einen ganzen Samstag in der Küche zu stehen und mal gucken, na, ein bisschen Rosmarin noch rein und so. Das macht mir einfach Spaß, ja. Und deswegen habe ich mir endlich mal mein Lieblingshobby zur Show gemacht. Und ich werde heute eine Sendung präsentieren, die heißt Das Auge kocht mit. Hallo, servus. Hallo, schönen guten Abend. Hallo, freut mich. Hallo, freut mich. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ganz, ganz toll. Herzlich willkommen zu unserer Sendung Das Auge kocht mit. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Und auch Sie zu Hause. Das Auge kocht mit. Das funktioniert so. Pro Sendung muss ein Profikoch trotz großem Handicap ein wunderbares Menü kreieren. Das Handicap, er darf gar nicht selber kochen, ja? Ich werde sein Werkzeug sein. Und das Problem, ich habe vorhin gelogen, ja? Ich kann gar nicht kochen. Ich hasse es. Ich tue es nie. Und ich werde komplett blind sein, ja? Das hier ist die Brille. Und der Sternekoch, der mir hilft hier in der ersten Ausgabe von Das Auge kocht mit, ist Sternekoch Frank Rosin. Hallo Frank. Hi, grüß dich. Moin. So. Ich zieh mal meinen Sakko aus, weil das Markus Lanz macht das auch mal so volksnah, schön die Ärmel hochkrempeln. Na, was haben wir denn da? Und guck. So. Frank, deine Aufgabe wird es sein, mit mir heute als deinem Werkzeug zu kochen. Ich kann wirklich, Tee kann ich kochen, sonst nichts. Also ich habe mir gerade die ganze Zeit Gedanken gemacht, was wird das jetzt hier? Ja? Ja. Ich sag mal, blamier ich mich oder du dich? Ja, das ja ist pass ja die Frage. Auf, das erkläre ich dir jetzt am Ende beide. Was ich sehe, ne, hier über diese Kamera, das siehst du hinten auf dem Monitor dann nachher. Ja. Und für das Kochen haben wir verdammt wenig Zeit. Du hast wirklich noch nie gekocht? Nee, also Spiegeleier und so, ne? Aber... Nee. Glaubst du, das ist so ein bisschen die schwerste Aufgabe deiner Kochlaufbahn? Ja. Also am Ende muss dein Gericht mindestens 10 von 20 Punkten bekommen. Ja. Aber du fragst dich natürlich zu Recht, wer wird das denn entscheiden? Ne? Das werde ich jetzt verraten. Wir schalten mal rüber zu zwei Herrschaften, die können uns jetzt weder sehen noch hören. Sie denken aber, sie seien in einer ganz normalen Kochshow. Ja? Das sind also zwei Herrschaften, die denken, sie sind bei einer Sendung, die heißt Das Auge kocht mit. Und Frank Rosin kocht was für sie und sie müssen das dann essen und so. Aber mehr haben wir denen auch nicht erzählt. Und am Ende ist es ja so, dass dann praktisch nicht unbedingt der Frank Rosin Goldstandard serviert wird, ja. Nee. Aber du hast das ja praktisch gekocht, durch mich. Ja, ja, klar. Ja. Und ich werde denen das richtig schön schmackhaft machen. Das heißt, du gehst dann nachher mit dem rüber zu denen, stellst ihn da dahin, am besten setze dich selber noch daneben, sagst, wie lecker das ist, ne? Damit du mindestens 10 Punkte kriegst von 20 möglichen, ja? Hat sich das denn einfallen lassen? Ja, ich. Oh. So, und jetzt pass auf, damit wir denen das auch noch wirklich glaubhaft machen, würde ich sagen, wir schalten jetzt mal rüber zu denen. Ich gehe aus dem Bild, erkundige dich doch mal, ob die sich schon aufs Essen freuen. Und ihr müsst natürlich leise sein, ne? Wenn die sagen, ja, wir freuen uns wahnsinnig, nicht lachen. Okay? So. So. Hallo Familie Blonski. Herzlich willkommen zu Das Auge kocht mit. Hallo. Hallo. Ich habe gleich eine mega Aufgabe. Ich koche gegen Horst Lichter, Johann Lafer and the one and only Steffen Hensler. Und Sie sind meine Juroren. Das bedeutet, ich koche, komme zu Ihnen und Sie probieren das Essen danach und sagen, wie es geschmeckt hat. Okay. Okay. Sind Sie Poppyköche oder gehen Sie mehr essen? Wie machen Sie das? Eher essen gehen. Also ich habe hier eine mega Aufgabe, ich will auch nicht verlieren. Okay. Also dann würde ich sagen, ich fange an zu kochen. Bis gleich. Bis gleich. So. Sehr gut. So. Alles klar. Dann, ja. Mega Juron übrigens. Ich sag mal so, das haben sie schon mal gefressen. Ja. So, das andere kommt noch. Setz dich mal wieder auf deinen Stuhl. Da hinten ist eine Leiter, da kannst du hoch. Ich mache mir jetzt das Ding hier drum. Jetzt hinten hier. Ich werde dich so zusammenscheißen. Ja, Moment, vielleicht mache ich das ja gar nicht so schlecht, dann musst du mich ja nicht einfach so zusammenscheißen. Das stimmt auch wieder. So, okay. Okay, ich sehe nichts mehr. Und Leute, ne? Einschalten, ich fange hier erst an zu kochen, wenn die Quote stimmt. Ne? Frank, kannst du alles sehen? Ja. So, okay, was muss ich machen? So, als erstes machst du mal den Ofen an. Also links von dir. Genau. Da sind so Schalter zum Drehen. Welchen? Den hier? Ja, genau. Den drehst du mal so drei Viertel. Nee, drei Viertel nur. Und, so. Dann, und den daneben auch so ein bisschen halb. Halb. Okay, alles klar. Gut. Hab ich gemacht. Okay, jetzt holst du das Fleisch aus dem Kühlschrank. Rechts, von dir aus rechts. Genau. Links. Da ist der Schrank.
Genau, unten jetzt ist der Griff. Ja, unten drunter ist der Griff. Genau, oh, nee. Du hast doch Kühlschrank gesagt, ich wollte drunter. Da, genau. So, aufmachen. So, und jetzt greifen wir geradeaus rein, da ist ein Teller drin. Da. Genau, ja. Den Teller haben wir. Ach, Fleisch, ich habe gesagt, Salz. Alles klar, Kühlschrank, mach den Kühlschrank zu Energie sparen. So. Okay, das sind Hühnerbrüste. Ja. Ja, also schön mit Haut. Ach du Scheiße. Nee, ganz ruhig. Da ist ein Brett vor dir. Schau mal, da ist ein Brett vor dir. Abstellen. Mensch, ich muss dir ja alles sagen, das gibt's doch gar nicht. Okay. Wackel da nicht so rum. Ja, so. Was jetzt? Jetzt nimmst du, rechts von dir ist Öl, weiter rechts. Oh. Vorsichtig. Nee, da war's schon richtig. Das ist eine Spüle und da ist eine Flasche drin. Greif, ja. Jetzt links wieder zurück zur Pfanne. Ja, genau, es dampft schon. Boah, ist das stressig, das gibt's doch gar nicht, ey. So, jetzt pass auf, geradeaus ist die Pfanne. Die glüht auch schon richtig, pass auf, die glüht mega. Was muss ich machen, Alter? Die rechte Hand nach vorne. Nee, nach unten. Nein. Das wird heiß, was machst du da? Geh weiter runter, wo die Pfanne ist. Und da, ja, du hast das Öl drin, wie hast du das denn jetzt gemacht? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, mach. So, okay, und da die Pfanne, da kommt jetzt das Hühnerfleisch rein. Ach so. Nein, nicht daneben! Soll das Öl da rein oder nicht? Was soll ich denn mit dem Öl? Die Ölflasche bitte links wieder hinstellen. Nein, da links von dir. Links von. Und jetzt gehst du wieder etwas nach rechts. Warum habe ich denn jetzt das Öl überhaupt? Weil du da Fleisch drin braten wirst. Da ist die Hühnertitte, genau. Und jetzt mit der Haut zuerst drin. Nee, mach einfach rein. Komm, scheiß drauf. Rein. Ja, genau. Bravo, ist drin. Okay, läuft. Okay, gut. So. Die Pfanne muss etwas gerichtet werden. Oh, leck mich doch, was ist das? Ja, du mich auch. Komm jetzt hier. Können wir nicht einfach mal anfangen zu kochen jetzt? Sag doch mal. Du stehst jetzt an der Pfanne da. Was? Also pass auf, ich sehe. Guck mal runter richtig. Guck mit dem Kopf mal runter. Kopf mit dem Kopf runter. So, und jetzt mit der linken Hand zapfst dich nach links einfach. So, und jetzt nach unten wieder. Ein bisschen nach unten. Also den Schrank runter, damit du den Griff wieder hast von dem Ofen. Da, ja, genau. Und jetzt wieder mit. Ja, du hast den Griff doch gerade in der Hand gehabt. Und jetzt nach links. Ja, super. Okay, alles so, jetzt klar. Jetzt gehst du zurück. Okay. Jetzt hast du dann ein Schneidebrett. Da steht die Pulle vor, ja, genau. Links sind Zucchinis. Ja, da, genau, den nimmst du jetzt. Jetzt ein Messer. Scheiße, wo ist denn das Messer? Wo ist denn das Messer? Hast du da eine Schublade oder so? Das weiß ich jetzt auch nicht. Messer? Ach, das ist der Messerblock. Ja, genau. Links. Nee, lass die Tomate in Ruhe. Weiter links. Jetzt die Hand. Ja, mega. Boah, es geht halt los. Und jetzt vorsichtig in Scheiben schneiden. Einfach. Nein. Mach doch langsam. Oh. So, die andere Zucchini aber auch noch. Das ist zu wenig. Du hast die so. Wie sagst du? Eine Zucchini. Normale Leute sagen Zucchini. So. Nee, Zucchini, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Eine Zucchini noch. Zucchini. So, genau. Mein Gott, nicht so schnell, hör doch auf. Das bringt doch nichts. Langsamer. So, fertig. Okay, jetzt zieh ich mal den Schatz da zusammen. Genau, nimm die. Nein, nicht die. Genau, und jetzt ab in die Pfanne. Nee. Runter. Und dann rechts. Mehr nach rechts die Hand. Mehr nach vorne. Ja, und fallen lassen. Fuck. Das ist die mit Abstand geilste Kochsendung, die ich je gesehen habe. Okay. Nochmal. Noch mehr? Nein, da ist gar nichts drin, Mann. Ja, Alter, warum sagst du mir denn, dass ich da reinwerfe? Ja, dann ein bisschen weiter runter die Hand. Und jetzt noch. Aua, Alter. Die Hand runter. Und jetzt fallen lassen. Ja, ist ja mega, ey. Noch ein bisschen mehr. Na! Okay, jetzt noch. Jetzt sag mal, Frank, ja. Wann muss ich denn gar nicht würzen? Ja. Du musst erstmal Öl reinmachen. Vom Brett rechts. Nein, zurück. Ja, da. Genau. Jetzt wieder rechts. Ja. Stopp. Warte mal. Boah, du zappelst. Alter, Kochen macht voll Spaß. Ja. Für mich ist das richtig Entspannung. Ey, das wird nie was. Ey, die Blonskis kriegen nichts zu fressen. Ey. Pass auf. Warum haben wir eigentlich keinen Wein? Der Biolek hat immer gesagt. Nein, halt doch mal die Klappe. Koch. Pass auf, du musst noch mehr Zucchini reintun. Wir können nicht mit 3 Scheiben Zucchini dahin gehen. Die denken ja, ich habe das gekocht. Verstehst du? Du vertrittst ja meinen Namen. Ja? Links, den Rest noch links. Nein, nicht so nah! Nein! Haben wir noch ein bisschen Zucchini? Oliven sind da noch. So, okay, komm hier. Habe ich noch 2-mal Zucchini? Für die Blonskis. So, genau. Oh. Brät das da überhaupt? So. Ich sehe das überhaupt gar nicht. Ich rieche wirklich ganz tolle Röstaromen. Klar, bitte. Ich drehe gleich echt. Ich habe hier einen Schweißausfall rausgerückt. Alter, irgendwas geht hier ab. Die Hühnerbrust muss mal umgedreht werden. Geh da mit der Flosse rein, ist mir völlig egal. Wo ist sie? Ist das die richtige Pfanne? Du bist ja gerade in dem Ofen.
Nein, hör doch mal auf. Sag mir doch mal einfach mal, wo die scheiß Hühnerbrust ist. Ja, die Hühnerbrust ist da, jetzt vor dir. Vor dir. Rein, da ist sie. Umdrehen. Medium jetzt. So, haben wir. Jetzt haben wir Würzen. Ich kann deine Panik bis hier riechen. Du. Ja. Also pass auf, geradeaus. Alles klar, okay. Ja, da gucke ich immer gerne in die Töpfe bei den Leuten, was es hier so Schönes gibt. Ne? So. Geradeaus die Hand und da sind jetzt Gewürze runter auf der Arbeitsfläche. So, und jetzt krabbel dich davor. Krabbel, nein, links. Deine Oliven, die kannst du auch nehmen, scheiß drauf. Komm. Was schreist du mich denn so an? Was hab ich dir denn getan, Öbi? Keine Sau kommt mehr zu mir fressen, wenn die das hier sehen. Probier das doch erstmal, das ist doch bestimmt Zucker. Warte. Das ist doch bestimmt Zucker. Ja, leider, es war Zucker. Ich wollte es ein wenig karamellisieren, entschuldige. So, okay, jetzt müssen wir ein bisschen gegensteuern. Wenn zu viel Zucker da ist, was macht man dann? Ablöschen mit Salz. Ein bisschen Salz ist mir halb links. Ey, ich dreh so durch. Ne? Was ist denn da zum Beispiel? Oliven, mach die rein. Bisschen nach links. Und, nee, rechts. Runter mit der Hand. Ich komme mir vor wie so ein Greifautomat auf der Kirmes. Geh mit der Hand runter. Links. Mein Start. Links so und runter und drauf. Und Hände auf. Ja, gut. Boah, sie sind drin, ne? Sie sind so, drin. Okay, sind was drin. Machen wir denn jetzt schön? So, jetzt hast du Tomaten vor dir. Die müssen auch noch rein. Ja. Die habe ich gespürt schon irgendwo. Nein. Lass die Hand mal auf der Arbeitsfläche. Da. Ja, genau. Mach die einfach so rein. Machst du so rein. Mit Stiel und Stängel. Hier ist doch jetzt auch schon egal. So, da ist. Du musst. Nein, ist doch, reicht doch. Und jetzt, ja, ich habe alle Tomaten, die ich finden konnte, reingetan jetzt. Klar, deine Platte ist noch nicht richtig an von der Pfanne. Mach die doch mal richtig an. Ja, nee, so ist off. Du musst N drücken. An F. Soll ich da mal drauf drücken? Ein bisschen mehr. Ja, so ist gut. So lass. Die Hühnerbrust muss runtergestellt. Ich hole mir jetzt mal einen Weißwein, glaube ich. Ein bisschen so in der Küche mache ich gerne. Was machen wir denn jetzt, Frank? Ich habe keinen Bock mehr, ey. Wie, so, hast du jetzt schon keinen Bock mehr? Nein, ich hab's natürlich. Pass auf, vor dir ist Chili, da kann man ein bisschen was reintun. Ja, genau. Nein, schneiden musst du die. Keine Zeit. Du musst. Das ist doch die Würze Südostasiens. Das Temperament Mittelamerikas und das Feuer Brasiliens. Und die Verzweiflung Bottrops. Ich komme nicht aus Bottrop, ich komme aus Dorsten. Ah ja. Sag mal, was soll ich denn bitte machen jetzt? Du musst die Hühnerbrust umdrehen nochmal. Ja, nochmal rumdrehen. Die ist da drin, genau, umdrehen. Oh, guck dir das mal an. Mega sieht das aus. Boah, sensationell. Der Hammer. Was machst du denn jetzt da? Ich mach den Knochen da ab. Nein, der muss dranbleiben. Warum denn da? Das ist ein Supreme, das heißt das Beste vom Huhn. Du Gockel, du. Oh, ich habe dem Herrn Rosin sein Supreme kaputt gemacht. Hör mal, brutzeln deine Sorini. Schieb die mal wieder richtig drauf, bitte da. Ja. Nee, weiter zurück. Nein! Das letzte Mal bin ich echt von meinem Vater so angeschrieben worden. Ja, so, okay. Und jetzt gehst du mit der Hand einfach nach vorne, hinter also die Pfanne. Irgendwas verbrennt hier. Hand nach vorne. Ja, hört sich super an. Und jetzt muss Tomatensaft rein. Und jetzt kippst du davon einmal so einen Dutch rein. Was ein Dutch ist? Da ist ein Dutch. Super. Da ist ein Dutch. Nein, nicht daneben. Ah, scheiß die Wand an. So, und jetzt schön durchrühren. Nimm mal irgendwas zum Durchrühren. Genau, rechts, ja, nein, kein Schneebesen, ist egal, scheiß drauf, nimmst du. Nein, mehr links, da, nein, geradeaus. Ja. Hey, gut, ja. Ich bin der David Guetta des Kochens. Ja, genau, super. Es stinkt angebrannt. Sollen wir das mal lieber runternehmen hier? Ja, genau, und die Hühnerbrust auch, stell's einfach drauf, nein. Ja, so, nein. Nein! Hoch! Die Pfanne rechts hoch! Ich krieg hier echt einen Infarkt. Hallo, ist ein Arzt im Haus, ja? Ich weiß nicht. Runterlassen. Ich weiß nicht, warum du jetzt hier so die Schärfe reinbringst. Wirklich. Weil du meinen Namen ruinierst. Ich komme da gleich zu den Blonskis und die denken, ich bin ein Vollidiot. Ey. Der Hunger treibt's rein. Ja, klar. So, jetzt hol den Teller, ich hab die Schnauze voll. Okay, wo ist der Teller? Der Teller ist hinter dir. Geradeaus. Ja, nimm einfach einen, ist mir so egal, ehrlich.
Hinstellen, hinstellen, hinstellen. Nein, 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 das ist die Pfanne. Stell's bitte hin, bitte, bitte, bitte. Ja, es steht. Scheißegal, es steht. Okay, jetzt nimmst du das Zucchini-Gemüse. Hast du für mich noch Tipps zum Anrichten? Pass auf, nimm die Hühnerbrust raus und leg sie drauf. Was sind denn da so die Kniffe? Naja, leg's. Geh zum Teller, geh zum Teller. Leg's das drauf. Auge ist ja bekanntlich mit. Leg's drauf, leg's drauf. Mach ein bisschen Basilikum drauf. Da ist noch Basilikum. Nee, nee. Wiener Schema-Werbung. Okay. Komm, ganz schnell. Rechts, rechts. Weiter rechts. Einfach nur rechts. Bitte geh doch rechts nochmal. Alter, wenn H.P. Baxter mal irgendwann in Rente geht, würde ich da mal anfragen. Ich in deiner Stelle. Geh mal rechts, bitte. Rechts. Ja, rechts. Alter, rechts, da geht's fast nicht. Und jetzt nach vorne, und jetzt nach vorne, und jetzt nach vorne. Ja, da ist richtig. Reiß mal ein Bündel raus. Das ist nicht so viel. Ja, so ist gut, so ist gut. Was ist denn das eigentlich für eine Blume, die ich da jetzt drauf tue? Basilikum. Ah, das ist hier La Mama, persönlich gekocht. Ja, du bist fertig. Hm, echt? Ja. Ja, da bist du auch fertig. Dann komm doch mal runter. Da komm doch mal runter. Das sieht doch super aus. Frank, guck mal, wie geil das aussieht. Boah, ist das eine talentfreie Zone hier. Ey. Unfassbar hier, ey. Frank, guck mal, das sieht so. Ehrlich, da hätte ich ja meine Mutter noch mehr lieb gehabt, wenn ich sowas Dolles gekriegt hätte nach der Schule. Jetzt machen wir wenigstens noch mal ein bisschen trashig hier, okay? Frank, sag mal, kauft man nicht ein bisschen mit Weißwein, komm, damit die Bosse das nicht so merken. So. Okay, sorry. Entschuldigung. Frank, geh mal rüber. Bon Appetit, Gruß aus der Küche, ja? An die Bronze. Ich glaube es nicht. Unfassbar. So, ja. Frank, der ist jetzt hier mal auf dem Weg, ne? Sie können ja die Gelegenheit nutzen, um noch mal einzuschalten. Ne? Viel mehr geht gar nicht, Klaas. Was denn? Quotenmäßig kann man nicht weitergehen eigentlich. Kaum. Ja, es sei denn, der versaut mir noch das Ende da. Wenn es am Ende noch schmeckt, wäre es ja sehr enttäuschend. Ganz ehrlich, Klaas, ne? Das ist die beste Show der Welt. Das ist nicht mehr zu überbieten. Ne? Joko, weißt du, diese Demut kenne ich ja wirklich nur, wenn du 5-0 hinten liegst. Ungelogen, Alter, das war seit langem, und das meine ich ganz ehrlich, das war seit langem das lustigste Fernsehen, was ich gesehen habe. Ja. Das hatte alles. So, also, Frank Rosin und die Blonskis, ne, die werden jetzt natürlich beide bewerten, und es zählt dann, ja? Und er muss mindestens 10 Punkte kriegen. Hm? Hallo? Hallo. Herzlich willkommen bei der Frau. Ja, Aufbruch danke sehr. Ja, ich bin gespannt. Wir machen mal die Dekoration hier an die Seite. Ja, ich bin gespannt. So, Frank, muss den einfach da hinknallen und sagen, ist das Geilste hier, bitteschön. So, mega Zeug hier. Ja, Mensch, sieht wirklich ein bisschen mediterran aus da. Ja. Setz dich mal dazu, du willst auch mal ein bisschen was probieren. Da kannst du dein eigenes Essen noch so schön quatschen, ne? Ja. So, das ist so richtig so, das ist so, wie die Zukunft heute tickt. Man kocht ja innovativ. Und man kocht mit der Historie. Und am Ende muss es einfach lecker sein. Und am Ende muss es einfach nur lecker sein. Komm, und jetzt probieren wir das mal zusammen. Ja, sehr gerne. So. Von Design, von ihrem Wein getrunken. Hast du jetzt ihren Weißwein ausgetrunken? Sag mal. Und ich brauche von euch die beste Punktzahl, damit ich hier auch gewinnen kann. Ja. Guck mal hier. Plötzlich gewinnen sie nicht auch, dass es wie ein Sterne-Restaurant schmeckt? Also. Mensch, gefragt. Ah, so schlecht ist es jetzt nicht, würde ich sagen. Also, hier ein bisschen hart, ne? Hier. Was ist hart? Hier. Oh Gott. Charlotte Zwiebel hier? Ja, das macht man ja, um gerade diese Natürlichkeit einfach auch in den Vordergrund zu stellen. Okay. Schauen Sie mal, das sind Ihre Karten. Okay. So. Ein Blonski kann 10 Punkte verteilen, der nächste Blonski auch. Und dann haben wir Blonski wie. Frau Blonski. Was geht ab? 5. Ich bin Sternekoch. Jetzt musst du mindestens 5 brauchst du jetzt vom Herrn, aber der ist ja wirklich. Ah, ich bin auch noch da. 6. 6? Okay. Wenn ich mich mal kurz dazuschalten darf, ja, Herrn Frau Blonski und Herr Rosin. Dank Ihrer Hilfe hat es Sternekoch Frank Rosin tatsächlich geschafft. 11 Punkte, wunderbar, er musste mehr als 10 schaffen. Herzlichen Glückwunsch. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Das Auge kocht mit. Dann mein Gast, Johann Lafer. Tschüss, machen Sie es gut.